Hallo? Sie sind in großer Gefahr. Verschwinden Sie sofort. Der Kinocast. Die Reaktionen sind echt geil, also. Ja, dann lass uns mal anfangen. Herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast, zur neuesten Ausgabe des Kinocasts im Dezember 2019 bei der Nummer 594. Vielleicht kriegen wir ja bis Jahresende noch die, schaffen wir das? Rechne. Es könnte knapp werden. Nein. Mit einer Sonderausgabe, Rückblick und mal gucken. Ja, hallo Chris. Fangen wir mal so rum an. Hallo Kate. Die guckt noch Trailer, okay. Ich guck noch, wartet. Ja, und welchen Trailer sie schaut gerade, wo sie so abfeiert, das hören wir dann später in der Trailer-Sektion. Chris, magst du Charlie's Angels machen? Weil ich habe, glaube ich, ziemlich viel dann heute. Oder soll ich machen? Ich sehe schon, ja. Also ich weiß gar nicht, was du vorhast heute. So eine Dreistunde-Sektion. Ja, ich mach paar kurz dann. Ja, ja. Soll ich oder willst du? Nein, ich kann gerne Charlie's Angels machen, weil das war unsere letzte Sneak vom vergangenen Montag. Und ich glaube, das ist relativ schnell erzählt. Denke ich auch. was mich halt irritiert, ist das Gekicher nebenher. Aber okay. Halt schon die Klappe. Alles klar, dankeschön. Charlie's Angels, sie sind zurück schon zum dritten Mal wird es jetzt verfilmt oder was weiß ich was. Drei Engel für Charlie. Wir hatten ihn in der OV-Fassung, also schön auf Englisch, was, glaube ich, ganz angenehm war. Und ja, worum geht es? Es wird ein Bosley wird in den Ruhestand geschickt, also der Chef wird in den Ruhestand geschickt, der wird gespielt von jemandem ganz, ganz berühmten, der demnächst einen Film rausbringt. Patrick Stewart. Darf ich dir helfen? Mann. Du hast gerade so. Ach so, ich dachte, du bist nicht auf den Namen gekommen und hast jetzt versucht, doch, Zeit zu schinden, bis du es findest. Sorry. Nein. Vielen Dank. Ja, Patrick Stewart, der spielt John Bosley. Und der geht in Ruhestand. Und es übernimmt Edgar Bosley, also Jimon Hounsou übernimmt und. Ja, mit dem läuft nicht alles so ganz sauber. Es geht dann darum, dass eben die zwei Engel, wo da rumrennen, eine Verstärkung brauchen, einen Beschützer machen müssen. Die zwei Engel sind namentlich einmal Kristen Stewart mit Sabina Wilson und Ella Balinska mit Jane Kano. Und unter der Leitung von Bosley, also der dritten Bosley ist halt dieser Titel da, die diesmal Elizabeth Banks ist, wird dann Elena Hoglin, also Naomi Scott spielt die, unter die Fittiche genommen, weil die hat was entwickelt für ein Gerät, um das es auch in diesem Film geht. Das ist sowas wie eine Sprachsteuerung. Es ist eine Sprachsteuerung, eine portable Sprachsteuerung, die ganz arg viele Geräte einschalten kann, die alles Mögliche machen kann, aber allerdings auch als einen Stromschlag verursachen kann. Und das ist etwas, was reinprogrammiert wurde und noch nicht rausprogrammiert wurde. Und deswegen ist das natürlich auch als Waffe einsetzbar. Das kann so irgendwie Energie erzeugen, ne? Ja, genau. Das ist das aus nichts, also für Physiker ein Traum, dieser Film. Ja, ja, ja. Deswegen unfassbar viele große Energiequelle und deswegen kann sie als Waffe eingesetzt werden und dementsprechend geht es dann auch. Mal ganz kurz Ding. Stopp. Bis hierhin hätte es ein richtig geiler Film mehr können, weil das ist so richtig schön drüber und übertrieben und das gibt's so Banane und herrlich und Weltherrschaft und was da alles noch so kommen könnte. Ne? Also das fand ich bis dahin noch echt gut. Ja, das ist so die Story. Dann wird natürlich viel hin und her gereist. Es spielt fängt an in Hamburg. Die Firma sitzt in der Elbphilharmonie. Ja, und da war es schon so ein bisschen schräg. Also. Ja, dann immer Treppen hoch, Treppen runter. Oh, die sind auf der anderen Treppe. Wir gehen auf die andere Treppe. Ja, und das Schöne ist, der Film nimmt sich nicht zu 100% ernst. Das muss man auch mal gleich dazu sagen. Nur, ihm fehlt es völlig an Tiefe. Kann es sein, es ist alles sehr, sehr oberflächlich. Es ist teilweise, für mich war es teilweise seltsam aneinandergereiht, manche Szenen.
die ich nicht so ganz gecheckt habe. Jetzt sind sie plötzlich da, jetzt sind sie da, dann marschieren sie da auf diese Party, dann marschieren sie da rein. Das fand ich, dann sitzen sie plötzlich auf dem Boot und Kristen Stewart macht irgendwelche komischen Grimassen mit einem Kind, dann schlafen sie alle auf ihrer Schulter ein. Es war so, also entweder habe ich tatsächlich zu viel auf dem Handy gestarrt, oder ich habe zwischendurch geschlafen, oder es ist wirklich so. Also ich gebe jetzt mal drei Optionen raus. Und ja, also es geht halt, wie gesagt, um die Jagd nach diesem Gerät und dass man da die eine Person schützen muss und um die Gerätschaften, dass die nicht in die falschen Hände kommen und wer mit wem und warum unter einer Decke steckt. Oh, ganz natürlich, ganz, ganz geheim. Und ja, und welche Rolle Patrick Stewart noch spielt und alles, wird natürlich nicht verraten. Aber ansonsten bleibt halt ein Actionfilm von drei Damen, oder über drei Damen, die sowohl Kampfkunst, Hirn als auch ihr Aussehen einsetzen, um zum Erfolg zu kommen. Kann man das so sagen? Ja, was ja. Halt bei den Originalen, nenne ich es jetzt mal, bei den Serien gab es ja schon, bei den Filmen. Ja. Da war halt immer auch diese gute Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Du hast denen halt das irgendwie abgekauft, dass die sich gut verstehen und dass die eine das gut kann und die andere das gut kann. Und das war halt hier irgendwie völlig, also diese Einführung der Personen, die war irgendwie so gut wie nicht vorhanden. Also es wurde nicht ordentlich gemacht. Ja, sodass, das war auch ein bisschen Banane. Die ganze Zeit irgendwie relativ ferngeblieben sind, was die da so getrieben haben und wer und was und warum. Übrigens, hier beim Moviepilot, ne, steht drin, der Versuch, die Engel mit einer neuen US-Fersenserie wieder zu beleben. Fersenserie haben sie geschrieben. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Das hätte also wirklich gut werden können. Das Drehbuch ist irgendwie auch Banane. Also sie versuchen dann so eine Art, vielleicht so einen kleinen Reboot zu machen, indem sie eben sagen, okay, die Prämisse ist jetzt eben, dass die Engel, dass es die nicht nur in Los Angeles gibt, wo halt die Originalengel waren und die Serie waren, sondern dass es solche Entities überall auf der Welt gibt. So Engelbüros, die dann irgendwie lokale Geheimaufträge annehmen. Und dann fragt man sich doch, hey, dann ist was in Hamburg und auf einmal müssen alle da hinreisen. Ja? Gibt es denn in Deutschland nichts oder in Europa welche, die da... Oh, naja. Ja, oder auch dann die deutsch sprechenden Amis. Ja. Möchten Sie einen Espresso? Ach, das war ganz lustig, fand ich. Ja, aber das fand ich echt ein bisschen Panne. Also wenn ich hier schon einen auf... Ich meine, wir haben ihn ja im Original gesehen, klar, ja. Aber möchten Sie einen Espresso? Ja, ich nehme einen Espresso. Oh Gott. Also wenn man so in einem deutschen Lokal sprechen würde, wäre man automatisch verdächtig. Meiner Meinung nach. Obwohl da in Hamburg, da ist doch ein internationales Klientel, geht da ein und aus. Ja, ja gut. Aber wie gesagt, also die Story ist auf dem Bierdeckel erzählt. Die Action ist ganz cool, aber teilweise vorhersehbar. Also wenn man einen Steinfräser findet und sieht, dann weiß man, was passiert. Ein großes Loch, wo Steine zermalmt. Ne? Wenn da gerade rundherum irgendwelche Bösewichte sind und Kampfhandlungen stattfinden, weiß man genau, irgendjemand wird da bestimmt mal reinfallen in das Ding. Ja. Wer mich allerdings ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich Kristen Stewart. Ich habe die als extrem nervig und langweilig eigentlich auf dem Schirm. Fand ich ganz okay in dem Film. Ja, die hatte von den drei Engeln die besten Szenen. Die war eigentlich die witzigste. Also, na, ja, also. Also auf einem niedrigen Niveau die witzigste. Ja, okay. Ja, okay, damit kann ich leben. Weil die war halt so ein bisschen abgefreakt. Die hat auch gefühlt in jeder Szene eine andere Frisur gehabt. Da darf man auch nicht mehr darüber nachdenken, wie das so ins Drehbuch passt oder in die Kontinuität oder so. Aber dann noch so die Sprünge und die Figuren, die da dargestellt wurden. Ich meine, dieser Film ist ja von Elizabeth Banks, die ja nicht nur mitgespielt hat, sondern auch das gedreht hat. Der Film hat ja relativ früh schon Gegenwind bekommen, weil er einfach scheiße ist. So kann man ja auf den Punkt kriegen. So. Und sie hat das aber quasi auf die Weise aufgefasst und ich folge ja auch auf Twitter und so weiter und da war es dann immer gleich so, ja, kaum kommt mal ein Film über Powerfrauen hier, so, da wird ja gleich hier gedisst, das ist so der erste richtige Powerfrau-Film und da kam dann gleich so zurück so, ja, Moment mal, was ist denn jetzt so mit Alien, was ist jetzt hier mit Terminator, mit Sarah Connor, was ist jetzt hier mit dem, so Riesenlisten entstanden da, die dann so replied wurden, ja, so, ey, es gab schon immer Filme mit Powerfrauen und
selbst der erste Charlie's Angels, der ist ja, oder der mit Drew Barrymore und so, der ist ja noch wesentlich besser als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Da war ja die sympathische Drew Barrymore, die sich da in Sam Rockwell verliebt, in den, ja, der so ein bisschen duselig war und der sich aber dann doch ein bisschen geändert hat. Das kann man ja leicht spoilern jetzt mal, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ey, der war so gut, oder mit diesem, wie hieß der auf Deutsch hier, das klapprige Klappergestell hier oder so. Dieser Bösewicht, der dann so zu Wu-Tang-Clan-Musik dann auftritt hier, oder Pharaoh und Monk, war es, glaube ich, ne? Weißt du noch? Ganz schön. Ja, aber wirklich gut fand ich den Film trotzdem auch nicht. Aber oh, den ersten fand ich witzig und gut. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall der nächste Reboot von Sachen, die einfach schon da waren. Und wenn ich jetzt dran denke, dass am morgigen Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe, der neue Trailer für Ghostbusters kommt, der aber nicht mit Melissa McCarthy spielt und in der Damenwelt in dem Fall spielt, sondern in klassische Fortsetzung sein soll dann. Da bin ich dann schon ein bisschen freudiger, weil na, der Ghostbusters Reboot war nicht so besonders. Ich denke, man tut sich schwer mit solchen Sachen. Und Drei Engel für Charlie ist halt der Versuch, erstmal Kristen Stewart, glaube ich, in eine andere Richtung zu drücken und anderen Schauspielerinnen mal auch ein bisschen die Tür zu öffnen zum größeren Kino. Und Elizabeth Banks darf halt weiter Filme produzieren. Ich habe gerade mal gelesen, was ich hier in unserer Metropol-Sneak-Gruppe geschrieben hatte. Dein Roman. Nö, ich habe einfach, was macht dieser Film alles falsch im Vergleich zu den vorhergehenden? Ein paar Sachen hatte ich schon genannt, was ich noch nicht genannt hatte, war eben, dass die einzige treibende Kraft des Films und der Story daraus besteht, dass ständig die Orte gewechselt werden. Es fliegt von A nach B, nach C, nach D und irgendwie kommst du kaum noch mit. Also was da und warum die jetzt da überhaupt hin müssen und was da sein soll und das ist ja. Und ach ja, genau. Und was mich auch extrem gestört hat, also wenn man schon so einen Film über starke Frauen machen will, dann sollte man doch diese ganze Tussi-Attitüde dann doch mal rauslassen, ja. Also sonst, wenn die dann, oh, sind das schöne Kleider und ach, da ist ja noch ein Schrank mit Kleidern zum Umziehen. Oh, und Schuhe, ist doch die Schuhe. Weißt du, ich kann doch nicht sagen, ich mache hier einen Film über starke Frauen und hier, es gab noch keinen starken Frauenfilm oder irgendwas und dann genau so diese Klischees aufwärmen. Also da muss ich das irgendwie anders machen. Also den Bösewicht fand ich aber relativ cool, den der so kaum was gesagt hat, der so tätowiert war ohne Ende. Und ja, war aber auch, der Abgang war auch nicht so. Also, ja, und diese, das andere Ding, das war so richtig schön so James Bond-like, so irgendwie so völlig übertrieben, da irgendwie so ein Energieding, was da irgendwie so für ganz schlimme Sachen genutzt werden kann. Und irgendwie, das fand ich wiederum ganz nett. Aber da haben sie halt auch zu wenig draus gemacht. Ne? Und ach, ich weiß auch nicht, das war nicht so das Wahre, der Film. Obwohl es natürlich, ja, dadurch, dass er ein OV war, eigentlich besser bei mir ankommt, sowas, aber. Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, für so einen Mädelsabend ist er echt cool geeignet. Also es ist halt dann doch eher der Mädels oder der. Darf man noch Mädels sagen? Entschuldigung, der Damenabend oder Frauenabend. Da gab es jetzt auch zuletzt so eine Diskussion. Sag mal, ich so mitbekommen. Das kann. Jeder, der mag, darf sich den Film anschauen, ob es nun Damen sind oder Herren. Das ist sehr nett von dir, dass du dir ultimative Erlaubnis gibst. Vielleicht auch eventuell als Date-Movie. Wenn, ja, für Mann und Mann, Frau und Frau, Mann und Frau. Genau. Mann und divers, Frauen divers, divers. Weil da ist dann so, da ist dann der Film stellenweise so langweilig und blöd, dann kann man mal mit dem Fummeln beginnen. Mal vorsichtige Annäherungsversuche starten. Okay. Ja, also arg viel brauche ich, glaube ich, oder brauchen wir gar nicht mehr groß zu sagen, weil brauchen halt, wir nicht. Ich fand doch schön, trotz allem, die Hommage an die Alten. Ja, das, was dann so ein bisschen im Abspann kommt. Ne? Ich glaube, da haben sie dann irgendwie so gedacht, als sie ihren Film fertig hatten, dachte ich, oh, so das Wahre ist der Film jetzt nicht. Jetzt müssen wir wenigstens noch ein bisschen Fanservice bringen am Schluss hier oder so. Das wirkte so ein bisschen rangeklatscht da. Wenn sie den ganzen Film so gemacht hätten, wie die Szene im Abspann, das alles ein bisschen drüber und hier da mal was Lustiges und da mal aus dem Flugzeug springen und ha, huch, ich habe ja gar keinen Fallschirm, ich muss ja hier das Ding jetzt landen und so. Wenn sie sowas die ganze Zeit gemacht hätten, das wäre ein Drei Engel für Charlie Film gewesen, den ich gemocht hätte. Alles so ein bisschen drüber. Aber es geht halt nicht darum, was du magst. Bisschen witzig, aber die versuchen hier so ein,
Ich weiß auch nicht, so eine Art John Wick oder irgendwas. Nee, dafür war es nicht düster genug. Was ist ein guter Vergleich? Ich weiß auch nicht. Ich finde keinen entsprechenden Vergleich. Aber irgendwie sowas in der Art zu machen, so mit vielen Ländern und irgendwie so James Bond-artig und irgendwie da ist noch ein abtrünniger Geheimagent irgendwo noch in der Stadt, den müssen wir wieder annähern und dem müssen wir was liefern, damit er uns was liefert. Und ach nee, das war irgendwie alles so. Nee. Ja. Nee. Also es ist nicht, weil es ein Film jetzt mit Frauen ist. Also das ist einfach, das Drehbuch ist einfach schlecht gewesen. Ich glaube, die Zutaten an sich waren gut, aber das Rezept war schlecht. Ja, aber wie gesagt, es war jetzt kein kompletter Flop oder ein absolutes Kopfschüttelereignis wie zum Beispiel La Palma. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja erst die Woche davor La Palma. Da ist man schon mit wenig zufrieden gewesen jetzt in dieses Vielleicht Lied. Zu La Palma war es ein Oscar-Kandidat. Also. Oh ja. Aber apropos Oscar, ich glaube, wir werden Charlie's Angels bei den Goldenen Himbeeren wiedersehen. Mit Sicherheit. Ha, das kann passieren. Ja. Das so als Worst Team oder irgend sowas. Oder ja, da gibt es auch immer so lustige Kategorien. Ja, ich glaube, der wird allgemein nicht sehr gut aufgenommen und auch die Art und Weise, wie die Regisseurin da mit der Kritik, mit der berechtigten Kritik umgegangen ist und umgeht auch, die sieht sie auch irgendwie überhaupt nicht ein und flamet da immer weiter rum. Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es jemand anders gedreht hätte und sie hätte einfach nur mitgespielt. Keine Ahnung. Ja. Ich sehe gerade, du hast ja mehr Punkte gegeben als ich. Ich gebe 3,5 Punkte. Weil ich doch ein bisschen enttäuscht war, weil ich, wie gesagt, es gab ja Drei Engel für Charlie, den ersten mit Drew Barrymore, und dann gab es ja noch einen zweiten. Den zweiten fand ich schlecht, den ersten fand ich sehr gut. Okay, deswegen. Ich gebe ihm 5 Punkte, weil war nicht reißerisch gut, aber war jetzt auch nicht so schlecht. Also, es war okay. Ja, aber 5 Punkte ist halt auch so, das hast du in 1-2 Wochen wieder vergessen. Ich musste jetzt halt auch nochmal lesen, was meine Kritikpunkte waren, weil ich schon fast alles wieder vergessen hatte. Ja, aber das war auch nicht so schlimm. Hm. Übrigens, in Sneak A lief der geheime Roman des Monsieur Pic. Hm. Da haben wir, glaube ich, beide versehentlich abgestimmt. Oder hast du ihn gesehen? Hab ich da abgestimmt? Hast du 4 Punkte gegeben? Ich habe aus Versehen 5 Punkte gegeben. Warte mal, Charlie's Angels? Ach so, das kann natürlich sein. Na, ich habe nur gelesen, kann man das wieder rückgängig machen hier? Nein. Nee, na super. Was geben die anderen? Da muss ich mich der Mehrheit ein bisschen anschließen, damit das nicht so auffällt. Du hast 5, ich gebe da auch mal 5. Hat den anderen den gefallen? Ja, ich glaube. Ach nee, ich habe traurig gemacht, siehst du mal. Dann muss ich das mal nach da oben übertragen hier. Ja. Tja, dann gebe ich 4. Hier bei uns gibt es ja keine halben Punkte. Und Kate, hast du jetzt Lust bekommen, den Film zu sehen? Nö. Nein, gar nicht. Ich wollte ihn ja von Anfang an nicht sehen, also von daher. Naja. Dann halt nicht. Machen wir weiter. Super. wie schaut denn der Tipp aus für morgen? Was soll ich den Tipp rauskuscheln? Tipp für die Sneak 1030 am 9.12., also das ist der Tag, an dem es morgen wieder eine neue Folge von Rick and Morty gibt. Yay. Ja, ich werde morgen um 5.40 Uhr vorm Fernseher kleben und wieder Rick and Morty schauen. Ich werde um 6.30 Uhr meine Aufnahme angucken. Nachziehen. Ich habe den Anfang der Folge schon gesehen und schon Teile aus der Folge. Ich habe es schon gefeiert. Soll ich dir verraten, worum es geht? Nee. Oh. Deswegen habe ich es ja auch nicht geguckt, weil ich es ja nicht wissen will. Ja, auf jeden Fall der Tipp für die Sneak 1030 ist Protect the City. Und Kate, schon was eingegangen? Außer mir. Ja, Achso. Was ist mit den anderen los? Tippt da keiner mehr hier oder was? Nee, du tippst immer allen Grund und Boden. Der Martin hat schon geschrieben, der Erik kommt mir immer zuvor. Erik, du musst einfach mit deinen Tipps kurz mal warten, damit andere noch nachdenken. Wieso? Dann tippt er das, was ich tippen will. Das ist da auch nicht. Das ist in der Sache. Also, auf jeden Fall hast du getippt 21 Bridges und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, weil wir haben diesen Trailer gesehen und ich meine, dass da so genau dieser Satz, also dieser Wortlaut, Protect the City, sogar fällt. Genau, weil der da die Brücken da nach Manhattan oder so abriegeln will, weil da irgendein Verbrecher unterwegs ist und dann hat er natürlich Gegenwind bekommen von der, weiß nicht, Bürgermeister, keine Ahnung, ja, we have to protect the city und sowas. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß, weil ich gehe morgen ins Stadion mit ein paar Arbeitskollegen. Das letzte Mal dieses Jahr.
Wenn mein Chef mich nicht total wahnsinnig macht, dann gehe ich auch morgen auch mit. Ins Stadion? Nee, ins Kino. So. Okay. Ja, aber ich habe gerade gesagt, ich gehe ins Stadion und dann sagst du, ich gehe auch mit. Das war jetzt ein bisschen irreführend. Nee, die Karten sind schon verkauft. Ach so. Ja, nee, dann könnt ihr dann berichten, also wenn das der ist mit dem Black Panther, hier mit Chadwick Boseman und Sienna Miller und J.K. Simmons, also könnte ein guter Film werden. Startet auch erst im Februar. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr den kriegt. Und danke. Jo, könnt ihr dann beim nächsten Mal berichten. Und ich werde aber dann auch noch einige andere Filme gesehen haben bis zur nächsten Folge dann. Ich habe diese Woche auch ein bisschen was geschaut. Den einen Film, den soll ich noch zurückstellen, hat die Kate gesagt, weil ihr den eventuell noch gucken wollt. Das ist nämlich The Report. Ja, den habe ich auf Amazon Prime geschaut. Den hatten wir ja schon mal, den Trailer auch besprochen gehabt. Mit, ja, Dings hier. Ja. Dann warte ich mal noch. Und ihr habt was geschaut? Wir. Ass. Ja, das darf Kate vorstellen. Ach, ich habe mich doch gar nicht drauf vorbereitet. Also, wir haben geguckt. englisches Original heißt das Ganze Us. Ist ein Horrorstreifen. Ich bin nicht vorbereitet. Moment, schön. Ein Drama-Horror oder ein Horror-Drama. Ein Drama-Horror, genau. Vom Macher von Get Out. Wie heißt der? Jordan Peele. Genau, der. Worum geht es? Also, es geht darum, also es fängt an mit einer Familie, spielt in der Vergangenheit und ein kleines, sie machen irgendwie Urlaub und ein kleines Mädchen verschwindet für 15 Minuten und hat danach auch so eine Art Belastungsstörung und spricht nicht mehr. Und dieses Mädchen begleiten wir dann als erwachsene Frau. Sie ist dann selber Mutter von zwei Kindern und macht mit ihrer Familie Urlaub, und zwar am gleichen Ort, wie sie damals dieses Erlebnis hatte. Das Ganze führt auch so ein bisschen zu Flashbacks und sie fühlt sich ehrlich gesagt nicht ganz so wohl und hat auch so ein ungutes Gefühl, als würde sie wieder weg wollen. Aber ja, sie drückt sich da ein bisschen crazy aus und deswegen nimmt ihr Mann sie auch nicht ganz so voll und die Kinder dir nie wirklich zu. Von daher bleiben sie erstmal, wo sie sind. Bis dann plötzlich eines Abends der Junge sagt, in der Auffahrt steht eine Familie. Und wenn man dann aus dem Fenster guckt, dann stehen da vier Menschen, die sich an den Händen halten und sieht halt nur, die sind nur so schwarz, weil sie halt so ein bisschen im Schatten stehen da und die stehen da halt so ein bisschen gruselig. Und der Ehemann geht dann raus und sagt ihnen, sie sollen verschwinden und so. Und das passiert, die tun es aber nicht. Und im nächsten Moment siehst du dann, wie zwei der Personen, die da in der Auffahrt stehen, ganz schnell weglaufen. Also auch so ein bisschen auf creepige Art und Weise. Und diese andere Familie versucht dann ins Haus einzudringen, was sie auch schaffen. Und dann sitzen die sich quasi 1:1 gegenüber. Denn, das wird aus dem Trailer ja auch schon bekannt, ist jetzt kein Spoiler, denn diese andere Familie ist ihr Ebenbild. Es ist genau der gleiche Mann, die gleiche Frau, die gleichen Kinder, nur dass die nicht reden. Also die sind auch total creepy. Also die haben alle so einen roten Anzug an und eine Schere in der Hand und wollen ihr Gegenstück, was halt in der realen Welt ist, also diese normale Familie, nennen wir sie mal, umbringen. Und so geht dann eine Jagd los und die Familie versucht zu überleben und die bösen Zwillinge quasi zu töten. Also wieso versuchen sie quasi gegenseitig zu töten? Und natürlich läuft der Film darauf hinaus, dann zu erklären, was das für Leute sind und wo die herkommen. Und betrifft es nur diese Familie oder sind da auch noch andere betroffen? Und warum zum Henker ist in der ganzen Gegend kein Mensch, der denen hilft? Warum tun Kinder nicht um Hilfe schreien? Also das sind ein paar Sachen, die ich nicht ganz verstehe in dem Film. Das ist so das Grundthema. Ich fand's extrem komisch. Ich fand's die Auflösung sehr, sehr schlecht erklärt. Ganz, ganz stranger Film. Hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Ich weiß jetzt nicht, was er Chris sagt. Sehr strange. Ja. Also der Film hat ja sehr viel Vorschusslobby dann schon gehabt oder auch so, wow, Kritiken, wo so, bah und wah und überhaupt und cool.
Ich bin während des Films eingeschlafen. Und das spricht, glaube ich, auch für sich. Also der Film hat mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gehauen, dass ich sage, hey, monströs cool, sondern ja, muss ich nicht nochmal sehen, habe ich irgendwie alles verpennt und ja, wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon, was ich zu dem Film zu sagen habe, kurz, weil ich fand's, bis er mal endlich ins Rollen kam, echt langweilig. Also es hat echt so jetzt kommt nochmal voran und es hat mich überhaupt nicht gecatcht, also das ganze Ding hat mich nicht gecatcht und ja, dementsprechend ist mein Fazit auch eher mau. Also ich war nicht sehr angetan von dem ganzen Film. Schauspielerisch war es teilweise relativ cool, einfach nur mit der Mimik zu arbeiten und diese Sachen. Ja. Das fand ich sehr witzig. Ansonsten ist halt, ja, also, ja, dieses Ganze hinten raus, so die Erklärung, die habe ich komplett verschlafen, habe sie mir dann geben lassen und hatte jetzt nicht das Gefühl, oh mein Gott, ich muss nochmal zurückspulen, damit ich unbedingt raus nochmal noch selber auch sehe, sondern im Endeffekt kann ich sagen, ja, passt. So in etwa hätte ich es mir vielleicht sogar auch schon halb gedacht, wenn ich ein Ende hätte zeichnen müssen. Und that's it. Also das Problem hatte ich nämlich auch, weil die Erklärung, was dann am Ende rauskommt, also zumindest was das Mädchen mit die erwachsene Frau angeht, oder diese zwei Familien, ja, habe ich mir zwischendrin mal gedacht und dachte, nee, das ist zu einfach. Nee. Und im Endeffekt war es genauso. Und aber diese ganze grundsätzliche Erklärung, warum es diese zweite Familie gibt, die ist mir einfach viel zu undurchsichtig. Das ist nicht aufgeklärt worden. Das ist einfach nur so kurz angerissen, hingeklatscht und das war's. Und das ist total albern. Also ich fand es hat mich überhaupt nicht befriedigt, diese Antwort. Ja? Und grundsätzlich war der Film einfach nicht befriedigend. Ich weiß noch, ich fand Get Out ziemlich geil, weil das einfach mal was ganz anderes war. Aber mit Wir kann ich jetzt überhaupt gar nichts anfangen. Ich habe jetzt während der Erklärung und während dem Besprechen jetzt hier sogar meine Bewertung noch geändert. Ich habe sie noch runtergesetzt, weil der Film mich einfach total gelangweilt hat. Also wir waren dann hinterher beide auch so, wie gesagt, Chris ist eingeschlafen. Ich war nur so, ist der Film jetzt bald aus? Wir waren dann beide so durch von diesem furchtbar langweiligen Film, dass wir dann auch gar keine Energie mehr hatten, einen zweiten Film noch hinterher zu gucken. Und wir wollten eigentlich einen gucken. Aber dann haben wir beide gesagt, so, nee, da haben wir jetzt den Kopf nicht für. Ja, dann, so. Es war einfach, ich fand den nicht gut. Es ist einfach, ich kann mit dieser Art Horror, glaube ich, nichts anfangen. Und Horror war es jetzt, finde ich, auch nicht wirklich. Ja, zumindest, also der erste Get Out von Jordan Peele, der hat ja ziemlich eingeschlagen und so. Also da waren noch viele, war noch viele sehr gehypt und als dann der zweite rauskam, der Us, da gab es dann auch sehr gespaltene Meinungen dann. Also deswegen, also der ist auch nicht in der breiten Masse gut angekommen. Ja. Was ich aber, das Einzige, also dafür gebe ich auch Punkte, das ist auch das Einzige, wofür ich Punkte gebe, ist die schauspielerische Leistung von Lupita Nyong'o, die ist der Wahnsinn. Also die kann so richtig schön Psycho gucken und gleichzeitig zwei Sekunden später die liebende Mutter im Gesicht haben. Und das muss halt erstmal hinkriegen. Fand ich sehr geil. Und ich fand es toll, dass Elizabeth Moss auch eine Rolle hat, die ich ja sehr mag, die Schauspielerin. Das sind die zwei sind quasi der Grund, warum ich diesem Film überhaupt 3 Punkte gebe. Und Chris, was gibst du so mit deinen paar Minuten Schlafen zwischendrin? Ich habe eben auch 3 Punkte gegeben. Ah, okay. Weil 3, so ganz schön. Ja, weil. Ja. Hat nichts gekonnt. Okay. Ich habe mir trotzdem mal jetzt abgeholt, programmiert, nee, weil der läuft auf Sky gerade, sehe ich. Der kommt heute 2015. Heute 2015 und morgen auch nochmal auf plus 24 und bei Ticket ist der verfügbar. Ich werde mir dann auch mal angucken. Dann mal gucken. Weil da stand doch irgendwas von einem guten Soundtrack hier mit Lunis und sowas.
Ich glaube, dir könnte der tatsächlich gefallen, weil der so ein bisschen anders ist. Aber die Erklärung wird dir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Mir gefällt nicht prinzipiell alles, was anders ist. Nee, mal aber gucken. Weil von der Machart, glaube ich, ja, könnte dir tatsächlich gefallen. Mal schauen. Ja, ich mag es zumindest, wenn ich es nicht so sehr vorhersehen kann, was da passiert. Aber ich habe hier schon Kritiken gelesen, so, oh, der war total vorhersehbar und so. Also, puh, mal gucken. Ja, ich werde berichten. Also, ich werde berichten. Oh, ja. Sorry. Hätte ich so viel Kekse essen sollen. Weihnachtskekse. Ja, ich habe einen Film geschaut. Da ist meine Blu-ray, lag auch schon hier ein bisschen. X-Men Dark Phoenix. Und die Kate hat mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt den noch gar nicht gesehen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Dann werde ich das euch mal zukommen lassen. Dann könnt ihr es auch mal gucken. Denn ich dachte, ihr saugt das einfach alles weg, was da kommt von Marvel und so. Aber anscheinend nicht, da war ich jetzt hier der Vorreiter. Sophie Turner spielt da so ein bisschen oder spielt da so die Hauptrolle in diesem X-Men Dark Phoenix und sie, man sieht sie am Anfang als Kind, ich glaube, das hat man im Trailer schon gesehen. Sie sitzt im Auto mit ihren Eltern und die Eltern, die hören irgendwie so einen Radiosender und das gefällt ihr nicht und sie will den umstellen. Und dann sagen die Eltern, nee, der wird nicht umgestellt, das bleibt so. Und dann dreht sie irgendwie am Rad und ja, es sieht so richtig die Halsschlagader, wie die anfängt mit Pumpen und so und wird so richtig wutig. Und dann in dem Moment verstellt sich das Radio und es passiert dann aber auch noch mehr, weil die Eltern werden dann abgelenkt und gibt es dann einen riesen Unfall gleich am Anfang. Und so kommt sie dann auch, weil sie eben irgendwelche Fähigkeiten hat, in diese Akademie, wo James McAvoy den Captain Picard spielt hier, quasi den im Rollstuhl da. Und Charles Xavier, schön, genau. Jetzt hast du nach dem Namen gerufen, gib's zu. Genau, nee, ich hatte eher überlegt, wie Patrick Stewart, genau, den hatte ich gerade gesucht. Jedenfalls spielt er den ja jetzt und das kennt man ja schon aus diesen letzten X-Men-Filmen, das war ja dann genauso und ja, Sophie Turner wird dort halt aufgenommen und als kleines Mädchen und dann macht das die Geschichte so einen Sprung und da ist sie dann schon größer und ja, sie hat aber immer noch sie hat das immer noch nicht so richtig unter Kontrolle, ihre Kräfte, die sie da hat und dann ist auch so, also wenn wir vorhin bei Drei Engel für Charlie drüber geredet haben, dass da diese kleinen Amazon Alexas hier irgendwelche Strom erzeugen und sowas, wenn sie ein bisschen blinken, so ungefähr ist es hier auch. Plötzlich bekommen die X-Men einen Auftrag, ja, ihr müsst mit eurem Raumschiff da, mit eurem Flugzeug ins Weltall fliegen, richtig raus, weil da ist irgendwie die Challenger oder sowas, die ist beschädigt und die braucht Hilfe oder so. Und ja, da setzen die sich in ihr Flugzeug und fliegen da einfach mal außerhalb der Erdatmosphäre, da verlassen die Umlaufbahn und fliegen zu dem Raumschiff hin und dann kommt so eine außerirdische, ja, wie so eine Wolke kommt da drauf zugeflogen und dann ist so alles ein bisschen zeitkritisch und dann ist dieser eine, der sich so in Rauch auflösen kann und von einem Wort an den nächsten teleportieren kann, der springt halt rüber und nimmt die mit und wieder zurück und versuchen die zu retten und die letzte, die noch in diesem in dieser Challenger ist das, glaube ich, nee, Challenger ist ja explodiert, was ist das? Ja, die Space Shuttle, nenne ich es mal. Eins der Space Shuttle. Die letzte, die halt noch drin ist, ist Sophie Turner und in dem Moment kommt halt diese Wolke da auf sie zugeflogen, was dann durchaus auch Auswirkungen dann hat auf ihre Kräfte und ihre Psyche und sonst was alles und sie verändert sich dann halt immer mehr und sie wird dann halt rausgeholt von dem anderen ganz schnell noch, bevor das ganze Ding explodiert und das Ganze, ja, sie verändert halt ihre Persönlichkeit und passiert halt da so einiges. Ich habe von dem Film ja nicht so wahnsinnig viel Gutes vorher gehört gehabt, als der damals im Kino lief. Deswegen, wir sind ja damals, vor einem halben Jahr oder was das war, sind wir ja irgendwie so fast jede Woche in irgendeinem Marvel-Film gewesen, aber den haben wir ja auch nicht mitgenommen. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, aufgrund der Kritiken, die da so kamen, hatte ich auch nicht so richtig die Lust gehabt. Eigentlich muss ich sagen, der Film war echt ganz cool. Ich fand ihn nicht schlecht. Also der war... das war interessant gemacht, es waren schöne Effekte drin, die nicht so übertrieben waren und die Story ist halt einfach sehr, sehr einfach gewesen. Also die den ganzen Film tragen muss, dass eben, die wird eben von sowas Komischen da infiziert oder keine Ahnung, wie man es nennen soll oder es beeinflusst sie, dieses Alien-Ding da und dadurch verändert sie sich halt. Das ist halt die ganze Story des Films. Und wenn man da die anderen Filme, die wir so gesehen haben, die teilweise verschachtelt waren und hin und her mit Zeitebenen und sowas,
da wirkt dieser Film schon sehr, sehr einfach und altbacken von seiner Geschichte, wie sie erzählt wird, von seinem Narrativ her. Und das ist auch mal ganz schön gewesen. Aber, und die Darsteller sind auch gut, also Michael Fassbender spielt ja auch wieder mit und ja, die Effekte waren ganz nett, aber es ist jetzt nicht so der Riesenkracher, gerade wenn man das heutzutage so sieht. Ich kann ihn aber, werde ihn euch mal mitbringen und dann könnt ihr dann auch mal angucken. Ich gebe 6,5 von 10, liegt damit auch so ein bisschen über dem Durchschnitt, was ich so gesehen habe von den Kritiken. Also mir hat er doch, ich fand ihn echt nicht schlecht da. So, was ist denn hier mit deinen Witwen? Was ist denn das? Auf ZDF? Nachmittag oder was? Ist das hier mit Agatha Christie? Oder? Nee, nicht ganz. Ich habe noch Widows geschaut und jetzt habe ich leider gerade aus Versehen das Fenster noch zugemacht von IMDb, was ich offen hatte. Du meinst Black Widow, den Trailer? Oder? Nein, ach mal, Erik. Widows, tödliche Witwen heißt er auf Deutsch, kam 2018 raus, läuft derzeit auch auf Sky, ist jetzt, und lustigerweise, Premiere hatte er am 6. Dezember 2018 in Deutschland, also ist jetzt ein Jahr alt und handelt von vier Frauen, deren Männer bei einem, ja, ach, der Film ist das. Unglück. Ah, jetzt. Was? Ach, der Film ist das, habe ich gerade gesagt. Jetzt fällt es mir ein. Ja, die bei einem, in Anführungszeichen, Unglück ums Leben kamen. Und Veronica, also gespielt von Viola Davis, hat so ein richtiges Luxusleben zusammen mit ihrem Mann Harry. Der wird gespielt von Liam Neeson. Aber Liam Neeson ist eher so eine Hauptrolle in dem Film, kann ich gleich mal sagen. Und ja, der verdient halt relativ viel Geld mit Raubzügen und mit so Verbrechen und allem und kommt dann irgendwie ums Leben, was natürlich ein bisschen doof ist, wenn man auch noch einen riesen Schuldenberg hinterlässt. Und wenn man dann natürlich sein Geld wiederhaben möchte, auf wen fällt es dann? Natürlich auf die Hinterbliebenen. Und um eben aus dieser verzwickten Situation rauszukommen, deswegen versucht eben Veronica einen Coup zu landen. Und zwar brauchen sie 2 Millionen Dollar und dann schließt sie sich zusammen mit, oh Gott, wie hießen sie jetzt? Das muss ich gucken. mit Linda, die wird gespielt von Michelle Rodriguez und mit Alice, gespielt von Elizabeth Debicki, schließt sie sich zusammen, um eben diesen Coup zu landen, das alles hinzukriegen, brauchen dann noch eine Fahrerin, die noch dazukommt, das ist dann die vierte im Bunde, das müsste Carrie Coon sein, die Amanda, müsste das gewesen sein. Und ja, ist halt dann diese ganze Welt, diese etwas trügerische Welt, dieses ganze Wer mit wem und warum. Robert Duvall spielt noch mit, Colin Farrell spielt mit, die haben alle verschiedene Rollen. Da geht es dann auch noch um einen Kampf ums Rathaus und wer wo wie viel Geld hat und wo was reinfließen lässt und was weiß ich was. Also ist alles so ein bisschen verworren, also nicht ganz so verworren, wie es klingt, so rum. Und sehr, sehr düster alles und sehr dunkel alles. Und wie das am Ende natürlich dann klappt, ob das Quartett es schafft, das Geld zu bedienen und so, verrate ich nicht. Das wäre jetzt echt doof, wenn ich da jetzt verraten würde, dass am Ende Elsa singt und alle zur Eiskönigin werden oder so. Und Olaf. Was? Und Olaf. Und Olaf, natürlich. Nein, also es ist schon relativ, ja, spannend gehalten, was das angeht. Und relativ stringent eigentlich auch, wie der Film abläuft. Mit allen Problemen, die eben so da auch auftreten können. Der Film dauert 2 Stunden, 9 Minuten, was doch sehr, sehr lang ist im Endeffekt. Ich glaube, da wären auch 30 Minuten weniger nicht, aber so 20 Minuten, Viertelstunde weniger hätte dem Film nicht geschadet. Und es ist trotzdem ein ganz cooles Crime-Drama und auch natürlich schön ein Thriller. Was noch zu sagen wäre, der Director vom Film ist Steve McQueen. Der hat 12 Years a Slave gemacht. Genau, und auch hat auch an dem Film mitgeschrieben. Also ist schon. Finde ich aber cool. Steve McQueen, wenn du den mal anguckst, ne? Der sieht ja auch so wie Dr. Dre oder so. Und bei Steve McQueen habe ich ja eigentlich eher immer den Schauspieler, weißt du, von Le Mans und so in Erinnerung. Ja, ja. Also, ja. Wenn man als
ja, irgendwie als schwarze Eltern mit Nachnamen McQueen heißt und sein Kind auch noch Steve nennt. Ich weiß nicht, auf die Idee muss man erst mal kommen. Ja, mein Gott, warum denn auch nicht? Also, es ist ja... Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man diese 2 Stunden Zeit auch hat. Und ich fand ihn ganz cool eigentlich. Also, war jetzt, ja, ich hab ihm jetzt zwar erst nur in Anführungszeichen 6 von 10 Punkten gegeben, lag aber daran, dass ich nicht, glaube ich, zu 100% konzentriert war, als ich ihn geschaut habe. Deswegen, ich glaube, wenn man ihn wirklich anschaut, dann ist nach, ja, es ist nach oben noch ein bisschen Luft. So vom Gefühl her, genau. Und also ich kann es jedem eigentlich nur mal empfehlen, da reinzuschauen, wenn man so ein bisschen auf solche Crime-Filme steht. Mhm. Ja, was du mir auch empfohlen hattest, das habe ich ja jetzt nachgeholt, nämlich das Ende der Wahrheit. Da hatte ich mir die Blu-ray dann auch schon vorbestellt, weil ich den ja im Kino irgendwie verpasst hatte und die Blu-ray, die hat irgendwie so, damals gab es mal Angebote, hat die irgendwie 10 Euro gekostet. Und ja, ich mach's kurz. Den hat mir schon das Sneak gehabt mit Ronald Zerfeld, Alexander Fehling und so weiter. Und Antje Traue in einer kleinen Nebenrolle, auf die ich ja ein bisschen ein Auge habe bei den momentanen Filmen, die sie so macht. Und die postet übrigens jetzt gerade auch immer wieder bei Instagram von der neuen Staffel von Dark, ja, wo sie ja auch mitmacht. Ja, ein deutscher Agentenfilm kann man es so nennen, im weitesten Sinne. Der aber irgendwie ziemlich gut gemacht ist, finde ich. Also es hat mich gleich am Anfang so ein bisschen voll reingezogen, diese ganzen Geschichten und mit diesen ganzen Behörden, die da miteinander zusammenarbeiten und was sie dann so entdeckt haben. Und ich fand auch die Arbeit, wie sie so dargestellt wurde, und das sah auch sehr irgendwie wenig deutsch aus, so dieser Film, wie er gedreht ist. Der war schon... Wenn du da jetzt nicht lauter deutsche Schauspieler drin gesehen hättest, sondern irgendwie andere, dann ja, hättest du gedacht, das ist irgendwie eine internationale Produktion irgendwie. Ich fand ihn echt sehr gut. Du fandst ihn ja auch ganz gut, kann ich mich erinnern, ne? Ja, war okay. Und die, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was habe ich hier reingetragen? Ich gebe da 8 von 10 Punkte. Und was ich auch noch empfehlen möchte, auf Sky läuft jetzt immer mal wieder und täglich grüßt das Murmeltier. Englischer Titel Groundhog Day. Und ich stelle immer wieder fest, ich habe den damals irgendwie, Anfang der 90er war der im Kino oder so. Ey, das ist immer noch so ein absolut großartiger Film. Das gibt's gar nicht. Also wie kann der, es gibt Filme, die sind so schlecht gealtert, gerade aus der Zeit. Aber der Film funktioniert einfach immer noch. Wenn er sagt, ich bin ein Gott. Nein, sie sind kein Gott. Sie sind nicht Gott. Nein, ich bin nicht Gott, ich bin ein Gott. Da sind so viele Sachen drin, ey, da könnte ich mich kaputt lachen über dem sein Gesicht und alles, wie der das rüberbringt und wie er dann einzelne Situationen einfach nochmal durchlebt, irgendwie so eine Nuance, ein bisschen anders und ach, wie gut das auch gedreht ist. Es ist ein wunderbarer Film, gerade auch jetzt so in der Vorweihnachtszeit und so, der Murmeltiertag, der spielt da so im Schnee. Kann man sich echt mal angucken. Ja. Das ist so ein so schöner Film. Der geht immer. Ja. Ah, herrlich. Auf schöne Frauen in den Weltfrieden. Nee, erst trinken wir auf den Weltfrieden. Ja, okay. Dann gucken wir mal, was jetzt noch so anläuft. Vielleicht kommt da noch irgendwas Cooles. Kinocharts und Neustarts. Wir beginnen mal mit den Charts hier für Stuttgart. Auf Platz 10, Maleficent, die Mächte der Finsternis. Auf Platz 9, Zombieland 2, doppelt hält besser. Auf Platz 8, die Addams Family. Auf Platz 7, Dr. Sleep. Platz 6, Le Mans 66, gegen jede Chance. Sehr empfehlenswert. Platz 5, der Joker. Auch sehr empfehlenswert. Mhm. Platz 4, Hustlers. Platz 3, Last Christmas. Ich war noch nicht drin. Immer noch Platz, nicht. Nee. Was ist da los? Platz 2, ich warte, bis der aus dem Kino raus ist und dann sage ich, oh, jetzt ist der aus dem Kino raus, jetzt haben wir es verpasst. Ach, sowas aber auch. Ja, Platz 2, das perfekte Geheimnis, der übrigens ein US-Remake erfahren soll, nachdem jetzt schon irgendwie zig Länder den geremaked haben. Deutschland ist ja nur einer davon. Und ist damit zum meist geremakten Film geworden. Oh, ja. Und auf Platz 1, die Eiskönigin 2. Das ist wenig überraschend. Ah, ja.
So, was läuft denn Neues an? Ab dem 12. Dezember. Da kommen ein paar coole Streifen, habe ich gesehen. Jetzt mindestens einer. Nee, also. Mindestens ein cooler. Nee, also, nö. Wobei, den würde ich ganz am Ende erst nennen, den ganz coolsten, weil der läuft ja. Ich sage ja, mindestens ein cooler. Ja. Ich hätte hier Jumanji, The Next Level. Cool ist größer als eins, sag ich mal. Ja. Dwayne Johnson, setzt im Überraschungshit Jumanji, willkommen im Dschungel fort und vereint Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan wieder vor der Kamera. Und da ist so viel Promo gelaufen. Ich fand das so lustig. Allein Jumanji Bell, Jumanji Bell. Wer das noch nicht gesehen hat, einfach mal nach Jumanji Bell gucken. Weil es oder einfach, die Halloween Edition ist auch geil gewesen. Ja, es ist einfach cool, weil die nehmen sich komplett nicht ernst. Ist alles an mir vorbeigegangen. Ja, ist schade, aber das ist wirklich sehr, sehr cool. Also es war ja dieses Jumanji neu aufgelegt. Und aber der letzte Jumanji, der war also der zweite dann, Jumanji 2, war ja nicht so schlecht. Jetzt der dritte, mal gucken, was der kann. Also Jumanji 3 startet. Ach so, ja. 2 oder 3, keine Ahnung, was das ist. Ja, hier steht 3, ne? Okay, ja, aber, also der insgesamt der dritte. Auf ne? anderen der erste, Seiten steht 2. Der erste war Robin Williams. Ja. Der zweite war dann quasi das Remake mit Jack Black und so. Ne? Und das jetzt 3. So zählen die wahrscheinlich mit Kevin Hart. Ja. Sieht herrlich übertrieben aus. Also da sind sie ja dann nicht nur im Dschungel, da sind sie ja sonst wo. Das sieht ja fast ein bisschen Inception-mäßig aus, da irgendwie mit dem Eis und sonst was. Naja. Das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, hey, man halt nimmt sich nicht ernst und es tut dem Film extrem gut. Ist halt prinzipiell die Frage, den Start in so eine Woche zu legen, wenn so andere Filme laufen. Ah, da kommen wir später. Der kleine Rabe Socke 3 läuft an. Und auch wenn jetzt vielleicht einige Zuhörer hier lächeln, so die letzten liefen unglaublich gut im Kino. Ja, und das ist halt, sonst läuft ja gerade außer Frozen nicht so wahnsinnig viel für Kinder oder auch für ganz kleine Kinder. Und das ist natürlich genau richtig dann. Jetzt fangen ja auch bald Ferien an. Ja, Gott sei Dank. genau, dann Black Christmas, Horror-Remake über eine College-Schwesternschaft, die kurz vor den Weihnachtsferien einen Serienmörder bekämpft. Mit das klingt schon so tiefgründig. Imogen Poots. Da gab es, ich glaube, in 80ern oder so gab es mal Black Christmas, einen Film, den habe ich damals gesehen aus der Videothek. da irgendwie. Tja. Ja, ist vielleicht das Remake. Ach, ich stehe ja da, Horror-Remake, ja. Ja, habe ich auch vorgelesen, Horror-Remake. Ja. Man, aber. Motherless Brooklyn, den hatten wir hier besprochen gehabt im Kinocast. Den hat man nämlich vor zwei, drei Wochen in der Sneak Preview gehabt mit Edward Norton, der einen Privatdetektiv spielt und so ein Tourette-Syndrom hat und muss aber trotzdem den Mörder seines ehemaligen Chefs, also ja, dann ausfindig machen. Bruce Willis. Sehr viel Jazz. Ich sollte ja auch so ein Icon machen. Vorsicht, Jazz. Vorsicht, kreischende Trompeten. Ach, jetzt aber. Was ist denn das? Ein Superheldenfilm, guck mal. Was? Der nächste. Supervised, Helden bleiben Helden. Komödie über Superhelden im Ruhestand, die ihre Kräfte erneut einsetzen müssen. Mit Tom Berenger, Clive Russell, Fionnula Flanagan. Aha. Ja. Lass mal lesen. Auch Superhelden, die in die Jahre kommenden Helden, Cape-tragenden Helden Ray, gespielt von Tom Berenger. Also das kann ich mir gut vorstellen. Der ist ja auch schon irgendwie so, ich weiß nicht, der hat ja schon in den 80ern irgendwelche dubiosen Filme gedreht. Hier irgendwie Sniper oder irgend sowas. Ne? Der heißt übrigens mit Superheldenname Maximum Justice. Und sein Freund okay. Ted, gespielt von Bo Bridges, der ist Shimmy. Und Madeira, Fionnula Flanagan, Moonlight und sein Erzrivale Louis Gossett Jr., oh Gott, der stählerne Adler, Total Thunder, erfahren, dass im irischen Altersheim Dunamore am eigenen Leib, obwohl die vier am liebsten wie eh und je durch die Welt reisen und dabei die Menschen vor dem Bösen retten würden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit ihrem Schicksal anzufreunden. Bei ihrem Freund Jerry, gespielt von Clive Russell, der heißt übrigens Rainbow Warrior, hat die Regierung zur Sicherheit die Superkräfte etwas heruntergeschraubt. Doch kurz danach ist er tot. Ray ist der Meinung, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und beschließt, Nachforschungen anzustellen. Also ruft er sein Team wieder zusammen für eine letzte Mission. Klingt aber gar nicht mal so schlecht. Es wäre ein schöner Sneak-Film gewesen, glaube ich. Aber vielleicht kommt der. Nee, ich glaube nicht Protect the City, obwohl. Ah, vielleicht. Aha. Vielleicht.
Oh Gott, was ist das? Ich nehme mal an, ein türkischer Film. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aman Reis Duyamasin. Und haben wir da irgendwo eine Story dazu? Ach ja, hier. Ja, Komödie über Gangster, die im Urlaub ein großes Durcheinander erleben. Next. Genau. Doch anstatt den Urlaub abzubrechen und wieder nach Istanbul zurückzukehren, denken die Organisatoren der Ferien gar nicht daran, den Ferienort zu verlassen. Okay. Was hast du noch so? Die Wache, skurrile schwarze Komödie mit Kammerspielqualitäten, in der ein Kommissar binnen einer Nacht wissen will, was sein Tatverdächtiger getrieben hat. Oh, oh, warte mal. Ich lese da gerade diesen einen Darsteller. Und der hat meistens mit dieser belgischen Darstellerin zusammengespielt. Ich guck mal ganz kurz, ob die da dabei ist. Aber, ach, hier ist es. Ist, glaube ich, auch ein belgischer Film hier. Quentin Dubieux und dieser Benoît Poelvoorde, der hat nämlich immer mit dieser anderen, aber die steht hier nicht dabei. Hm. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Sneak-Film gewesen. So, was haben wir denn noch? The Kindness of Strangers. Drama über gestrandete Seelen in New York, die durch Mitgefühl neue Lebensenergie tanken. Mit Jay Baruchel. Ja. Wild Rose haben wir noch. Musiker-Drama über eine britische Country-Sängerin, die für den großen Durchbruch ihre zwei Kinder im Stich lassen musste. All I Never Wanted. Satirische Tragikomödie mit dokumentarischen Elementen über die Medien- und Modebranche vom Regieduo Annika Blendl und Leonie Stade, das mit Mollat Aufmerksamkeit erregte. Aha. Na komm, jetzt sag mal, was wir noch haben. Und dann haben wir noch einen Film mit Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac und anderen. Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Tja. I find your lack of faith disturbing. Wir sind vorbereitet, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Star Wars-Tasten gehen immer. Ja. Ja, Star Wars-Tasten gehen immer. Das, ja, wieder J.J. Abrams. Der steht jetzt da drin, weil er kommt ja am Mittwoch schon, ne? Weltweit am Mittwoch. Deswegen ist ja nicht der Donnerstag der Starttermin. Deswegen steht er jetzt da für nächste Woche schon mit drin. 18. ist der Starttermin. 10 Tage ab heute. Ich war gespannt, ne? 19. ist der letzte Tag vor den Ferien. Das heißt, ich kann am 19. abends nochmal rein und kann am Freitag ausschlafen. Wenn er dir gefallen hat, ja. Dann kannst du. Es wäre, glaube ich, der erste Star Wars, wo ich, wenn ich ins Kino kann, nur einmal im Kino gesehen habe. Warst du in dem Vorhergehenden auch mehrmals? Oder bei Solo oder so? Zweimal, nee, Solo dreimal nicht, sogar. Ja. Okay, ja. Cool. Aber die Zeit habe ich immer nicht. Dann versuche ich das eine Mal aufzusaugen. Ja, ich habe keine Ferien, weißt du. Höchstens, der läuft ja dann wahrscheinlich ein Stück, da kann ich dann zwischen den Feiertagen nochmal, zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Ach, furchtbar. Ja, also, geht da mal rein, liebe Hörer, weil wir werden relativ frühzeitig drüber berichten und wir spoilern alles von Anfang an. Also ihr müsst vorbereitet sein dann, also auch wenn ihr uns auf irgendwelchen Social Media Kanälen folgt. Wir übrigens, noch ein kleiner Klugscheißer am Rande. Anthony Daniels schlüpft für den Film wieder in die Rolle des Protokolldruiden C3PO. Und damit ist er der einzige Darsteller, der in allen 9 Filmen der Saga auftritt. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. So sieht's aus. Ja. Wahrscheinlich dann sein letzter Auftritt, wenn ich diesen Trailer so richtig deute. Abwarten, mein Freund. Abwarten. Wir werden sehen. Dadurch, dass es J.J. Abrams ist, gehe ich da mit wesentlich mehr Enthusiasmus rein als bei den Vorherkindern. Weil das Erwachen der Macht sehr, sehr gut gefallen. Also den habe ich wirklich fast mit am häufigsten geguckt von allen Star Wars Filmen mittlerweile. Obwohl bei den alten habe ich nicht so richtig mitgezählt, weil da habe ich viele gesehen, da war ich noch ganz klein. Aber den habe ich zumindest jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr häufig geguckt, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Tja. Da war eigentlich so viel schöner Fanservice drin. Fast so wir schön. Wir werden das sehen. Wie The Mandal- auf 10 Tage. Wie The Mandalorian, was ich gehört habe. Ich darf den ja noch nicht sehen. Der soll ja auch sehr gut sein und viel soll Fanservice bieten. Ja. Wäre natürlich fatal, wenn jetzt hier Querverweise zu Mandalorian kommen würden in dem neuen Film. Kann ich mir aber vorstellen.
Ja, wir entdecken das ja dann gar nicht, weil wir das ja nicht wissen. So, das ist natürlich dann schade. Da müssen wir dann wirklich im März oder wann das dann bei uns startet, nochmal gucken. Ne? Ja, da müssen wir den Star Wars dann nochmal gucken. Ja. So ein Ärger. Alrighty, was haben wir denn noch bei Heimkino? Mal gucken, ob da wieder was Cooles kommt, was ich noch nachholen muss. Da sind wir jetzt beim, heute ist der 8.12., das ist dann der 9. Dezember. Toy Story, alles hört auf, kein Kommando. Den hatte ja die Luise sehr gelobt gehabt. Der müsste bei mir dann auch als Blu-ray ankommen. Den wollte ich auch gucken. Ja, hast du den? Ja, ich vorbestellt. Vorbestellt, ja. Ja, ich bin gespannt, was du dann sagst. Also, ist, ja. Die drei fand ich nicht besonders. Also, ich habe meine Erwartungen sind nicht weit oben, aber die Luise hat so positiv gesprochen und üblicherweise, also außer bei dem Film Movie 43, wo unsere Meinungen total auseinandergehen, den finde ich einfach so scheiße. Und die fand den so gut. Also, es war, glaube ich, auch das einzige Mal. Das hat mich sehr verwundert, wie sie diesen Dreck gut finden kann. Aber das haben wir doch im Sportlichen auch schon. Ja, sportlich ist ja okay. Wir sind ja in unterschiedlichen Ligen. Aber. Nee, da muss ich mal gucken, bei Toy Story. Naja, mal schauen. Ja. So, Chris, was ist noch? Fast and the Furious, Hobbs and Shaw. Yay. Kommt. Dass Feinde zu Freunden und sogar Familie werden, war von Anfang an eines der wichtigsten Naturgesetze im Fast and the Furious-Universum. Also, hier Dwayne The Rock Johnson, Jason Statham, was für ein Clash. Und ich glaube, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist auch, ist da dabei, natürlich. Musst du dir mal angucken. Isa Gonzalez. Musst du dir mal angucken, den Film, ne? Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Traumfabrik läuft auch noch an. Den will ich mir mal angucken, weil da geht es nämlich um das DEFA-Studio in Babelsberg und da ist so eine Liebesgeschichte, glaube ich, im Zuge der deutschen Teilung oder sowas, wo dann eben die sich dann entzweit werden, die Schauspielerin, die sich am Schauspieler und die Schauspielerin, die sich am Set kennengelernt haben durch den Mauerbau. Das hatte mich von der Story ja ganz interessiert, aber da werde ich mir nicht die Blu-ray holen, den werde ich mal gucken, ob der irgendwann mal bei Amazon Prime oder bei Netflix verfügbar ist oder bei Sky. Ja. Dann kommt ein Film, den hatten wir in der Sneak, Fisherman's Friends. Und ja, den fand der war sehr gut. Geil, mit den Shanties. Ja. Wir erinnern uns, Junggesellenwochenende im idyllischen Cornwall und bisschen ein Reinfall, bis dann so, ah oh ja, hier, nimm die doch mal unter Vertrag, hahaha, ha, ha, ha. Und dann nimmt er die wirklich unter Vertrag und wird zu einer Erfolgsgeschichte, kann man schon mal spoilern. Schöne, coole Lieder. Aber sehr, sehr viel Spaß, der Film. Wenn der jetzt schon auf Blu-ray rauskommt, ich glaube, dann, ich habe da einen Kandidaten, dem ich das mal zu Weihnachten schenke, glaube ich. Von denen, wo ich schenken muss. Genau, weil ich dachte, der kommt erst später raus. Aber das ist ein echt schöner Film. Liebe Hörer, wenn ihr da was sucht für Weihnachten so zum Gucken mit der Familie oder so, das ist eigentlich ideal. Ein echt toller Film. Da ist für jeden was dabei, glaube ich. Ist auch sehr ich glaube, der nächste auch. Hell is where the home is. Uncut. Gibt's auch als Limited Edition Media Book. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich bei so Horrorfilmen relativ sattelfest, auch von dem Film habe ich noch nichts gehört. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, worum es da geht. Weißt du, worum es da geht? Aber hell is where Sarah, ihr Verlobter, Sarahs College-Freundin und deren Lebensgefährte mieten. Was übrigens, du denn? Übrigens, das ist nur der deutsche Titel in Anführungszeichen, Hell is where the home is. Der Originaltitel ist Trespassers. Also. Ja, aber pass auf, Hell is where the home is, Untertitel, wer öffnet, stirbt. Also sie mieten eine luxuriöse Villa mitten in der Wüste Mexikos. Gerade als sie sich für einen lustigen Abend einrichten wollen, klingelt es an der Tür. Ding dong. Draußen steht eine unscheinbar wirkende Frau, die angeblich eine Autopanne hatte. Ohne es zu ahnen, läuten die vier Freunde mit ihrer Hilfsbereitschaft eine Nacht der schier unerträglichen Qualen ein, denn die so harmlos aussehende Frau ist nur die Vorhut. Schon bald gerät das Wochenende zu einem brutalen Kampf ums nackte Überleben. Das klingt irgendwie wie Knock-Knock. Ja, da war es ja nur einer zu Hause, da kamen zwei Mädels. Ich glaube, hier sind ja, vier Leute. Anna de Armas kam da. Nur mal so. Anna de Armas war da eine der Damen, die jetzt auch im neuen Bond mitspielt. Wenn ich hier die Darsteller so sehe, die bei dem Trespassers mitspielen, das könnte dir ja auch gefallen dann. Okay, naja, vielleicht läuft der mal, oder was kostet denn der hier? Mal gucken. ansonsten läuft noch, oder gibt es noch neu auf Blu-ray Killer Man mit Liam Hemsworth. Der ist so ein bisschen, ich glaube, so ein,
so ein etwas günstigerer produzierter Film. Der arbeitet für einen Drogenboss. Ich glaube aber, da haben wir mal einen Trailer von gesehen, kann das sein? Ja, ich glaube ja. Ne? Drogenboss Zlatko Buric. Und als Geldwäscher für Arbeiter für den. Er nicht singt. Er tauscht zusammen mit Perikos Neven Skunk Dollars. Was auch immer. Also FSK 18 Siegel hat er auch. Eine spektakuläre Verfolgungsjagd kann er sich aus dem Wrack befreien, doch hat sein Gedächtnis verloren. Selbst seine schwangere Freundin wirkt für ihn wie eine Fremde. Ach genau, der verliert dann das Gedächtnis. Ja, so war das gewesen. Und dann holt ihn das alles wieder ein. Von der Beschreibung hier finde ich war super. Weil beim finalen Showdown im Versteck des Trunkenkartells wartet eine große Überraschung. Auf Skunk, auf Mo, auf das Publikum. Herrlich. Geil. Ist schon Shut Up and Take My Money. Toxic Avenger. Ach so, habt ihr den mittlerweile geguckt? Ja, ich habe den Trailer geschaut und das hat mir gereicht. Weil im Trailer kommt ja alles. Ach so. Na gut, also die Heimkino-Tipps sind dann auch da gewesen. Wundert mich ja, dass jetzt keine neuen Star Wars Wiederveröffentlichungen irgendwie erscheinen. Aber wahrscheinlich hebt sich das alles für Disney Plus irgendwie auf. Dann kommt das jetzt nicht nochmal raus. Dann gucken wir doch mal in den Bereich der neuen Trailer. Sneak Preview. Also vor zwei Trailern konnte man ja diese Woche so gut wie gar nicht Halt machen oder den konnte man gar nicht entgehen. Das wurde ja auf zig Plattformen, selbst hier die Innenstadtkinos haben da irgendwie auf Instagram solche 1:1 formatigen Trailer gepostet. Da nämlich das eine war James Bond, Keine Zeit zu sterben und Black Widow. Die beiden werde ich auch mal mit verlinken in unseren Shownotes. Habt ihr die beide geschaut? Wie fand das so? Es sieht nach einem richtigen Bond aus. kein so, ja, ich hatte ja manchmal so ein bisschen das bei Daniel Craig, weiß auch nicht, ich bin mit dem als Bond am Anfang nicht so ganz warm geworden, aber es sieht jetzt einfach aus wie so ein schöner, klassischer Abschlussbond mit halt, ja, und Black Widow sieht ganz cool aus, also da bin ich gespannt, dass halt diese Geschichte um die ganze Vorgeschichte zu ihr und da könnte das ein oder andere Interessante noch ans Licht kommen. Ja, Black Widow bin ich eher gespannt auch, was ihr davon so haltet mit eurem Comic-Background hier. Ja. Kate, aber hast du beide gesehen? Ich habe beide gesehen. Bei James Bond ist mein Problem, ich habe die letzten Teile nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, seit Casino Royale keinen Bond mehr gesehen. Und deswegen... Casino Royale. Bringt mir das, glaube ich, nichts, den anzugucken. Doch, Black natürlich. Widow. Also, nur vielleicht noch ganz kurz zu Bond sagen. Du weißt, der Bösewicht im Bond ist hier. Christoph Waltz. Ist Mr. Robot. Der taucht nur auf im Dingsen. Mr. Freddy Robot ist der Kriegsspieler. Hier, Rami Malek. Rami Malek. Hm. Ja, grundsätzlich ja, aber ich glaube, ich muss, um den jetzt gucken zu können, sollte ich vielleicht ein Quantum Trost und wie die alle heißen noch geguckt haben. Quantum Ralph Trost. Fiennes spielt auch mit. Quantum Trost kannst du auslassen. Was du gucken musst, ist Spectre. Den fand ich richtig, richtig gut. Was? Spectre. Also James Bond, Spectre, schreibt er sich. Ist das der letzte jetzt gewesen? Ich glaube, es war der vorhergehende, ja. Der ist nämlich echt gut, weil... Da schlägt es auch einen ziemlichen Bogen zu seiner Vorgeschichte und so weiter. Aber ich gucke gerade mal, ob der irgendwo online verfügbar ist, vielleicht sogar for free. Ja, hier. Ein Quantum Trost war ja quasi nur so eine Rachegeschichte, ne? Zu seiner verstorbenen Liebschaft oder sowas. Ja, also, Dings hier, Spectre ist bei allen verfügbar, aber kostenpflichtig. Aber vielleicht läuft es ja irgendwie mal. Okay. Black Widow finde ich schon wieder interessanter, weil halt Black Widow. Ja, bin ich gespannt. Ich fand jetzt aus dem Trailer, da war sie mal ziemlich jung, dann war es wieder so ein Flashback, dann mit ihrer Familie oder mit diesem, was ihre Familie darstellen soll. Ich weiß nicht, was da, in welcher Zeit es jetzt tatsächlich dann spielen wird. Oder ob das so ein Hin- und Her-Gewechsel ist. Deswegen fand ich den Trailer interessant, aber halt noch relativ aussagelos, was die Story angeht. Mir hat er gefallen vom Style her. Ja, grundsätzlich absolut. Extrem so cool gedreht. Also natürlich zeigen sie in den
in den Trailern meistens so die sogenannten Money Shots, also wo sie halt richtig Geld ausgegeben haben, irgendwie die coole Szene, wenn da irgendjemand sich runterstürzt irgendwo oder sowas. Aber das hat mir gut gefallen, wie es inszeniert war. Ich hoffe mal, dass der gesamte Film dann auch so durchgängig ist, dass der nicht irgendwo ja mal sich verliert oder so. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und der Chris hat noch einen Trailer entdeckt gehabt. Lacht er sich. Ah, ja, der Trailer kam, glaube ich, vorgestern raus. Also ganz, ganz brandaktuell, neuer, heißer Scheiß sozusagen. Free Guy. Neuer Film mit Ryan Reynolds, der 2020 kommen wird und von Disney ist auch. Also weil er ist ja bei Fox und deswegen ist er bei Disney. Und der Trailer fängt schon an und ich... Das habe ich ja schon gefeiert, wie der Trailer anfängt. Weil es fängt an mit hier von dem Studio, das euch gebracht hat. Schön und das Biest, Aladdin, König der Löwen. Zweimal. Jemals zweimal. Das fand ich schon schön. Und dann kommt eben Free Guy und geht darum, dass Ryan Reynolds so ein Alltagstyp einfach ist, der 50.000 Mal das gleiche Hemd hat und alles und marschiert da durch die Stadt und überall um ihn herum explodiert was und fliegt was rum und Halligalli und was weiß ich was und er läuft halt einfach zu seiner Bank, die 12 Mal am Tag oder so überfallen wird, bis er beschließt, okay, irgendwas stimmt doch hier eigentlich so nicht und oh, ich muss ja mal jetzt was ändern und dann feststellt, dass er in einem Videospiel lebt, das bald abgeschalten werden soll. Das hat so ein bisschen GTA-Style oder GTA-Style. Er wird zum Beispiel durch ein Medipack geheilt, dass alles wieder in Ordnung ist. Wenn er da seine Brille auf hat, sieht er die Sachen auch und hat eine ganz eigene Art von Humor, dieser Film, die mir brutal gefällt. Also so allein, wenn ich beim Trailer schon dreimal lachen muss und das bei einem Ryan Reynolds-Film ist schon mal gut, weil, ne, Deadpool. Ich musste auch lachen und ich habe noch nicht mal den Ton angehabt, weil es hier nicht ging. Ja. Ich hatte schon Reaper. Das ist auch der Film, wo Kate am Anfang da so gekichert hat, hier, als wir aufgenommen hat, da hat die den noch angeschaut. Ich meine, oh, this guy is just resting. No, he's resting in pieces. Also die Wortspiele gefallen mir jetzt schon und die Richtung, in der hier gehen wird, glaube ich, ist ganz großartig. Also kommt am 3. Juli, also einen Tag vor meinem Geburtstag. Ich weiß, was ich an meinem Geburtstag dann schauen werde. Aber wenn der sowas von. Also das wäre... sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und ich mag ja Ryan Reynolds sowieso. Deswegen bin ich gespannt. Er hat eine echt gute Rollenauswahl. Also nachdem er so viel Romantik-Scheiß gemacht hat hier, hat er sich irgendwie da ein bisschen gefangen. Nach Green Lantern. Nee, da hat er auch irgendwie mit Sandra Bullock, gab es da auch mal so einen Film, wo er da irgendwie, keine Ahnung, aber ja, ich finde, da hat er so eine ganz eigene Stimmung, hat er auch bei Detektiv Pikachu, hat er ja auch irgendwie mitgespielt und gesprochen, ja, da und hat so. Hat er ja die Stimme gegeben. War auch kurz mitzusehen. Ja. Dann hier Deadpool und so, ja, also der hat schon mittlerweile eine ganz, und der Humor, der ist auch immer sehr, sehr ähnlich, ne, in seinen Filmen, der eigentlich so, ja, dieser abgefahrene Humor, so Rick and Morty-mäßig fast, so ein bisschen. Ja, also hat er eine gute Auswahl, finde ich, ein gutes Händchen bei der Auswahl seiner Stoffe. Vielleicht hat er auch ein bisschen Möglichkeit, da mitzugestalten, dass es immer so ein bisschen in die Richtung geht, aber freue ich mich auch drauf. Wir werden ihn verlinken, Free Guy. Ich muss ihn nachher nochmal mit Ton angucken und dann... Unbedingt. Unbedingt. Jo, dann gehen wir doch mal in den Serienbereich. Serien. Kate hat eine neue Serie angefangen, oder? Zweite Staffel sehe ich hier. Ja, also genau genommen habe ich die erste auch gleich mir nochmal mitgeguckt, weil es schon ein bisschen länger her war. Und zwar gibt es auf Netflix eine Serie, die heißt Mars, also wie der Planet Mars. Und das Spezielle an dieser Serie ist, es ist eine Mischung aus Science Fiction und Dokumentation. Denn wir sind hier in zwei verschiedenen Zeitlinien unterwegs. Einmal in 2016, wo sehr viel tatsächlich aus richtigen Mars-Dokumentationen Interviews rausgenommen wurden, die dann verschiedene Themen behandeln. Und dann eben im Jahr 2033, das ist der Science-Fiction-Teil, wo die erste bemannte Mannschaft auf dem Mars landen soll und um den zu kolonisieren. Diese Rückblenden in 2016 werden halt immer passen, passen halt immer zu dem aktuellen Thema. Was passiert
was kann schief gehen? Da machen sich ja die Forscher und die Astronauten und alle möglichen Leute schon jahrelang Gedanken, wie man sowas umsetzen könnte. Und diese ganzen Theorien werden halt in diesen Rückblenden passend zu dem Geschehnis auf dem Mars erklärt. Und das ist ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt, weil man hat halt zum einen diese Science-Fiction-Geschichte, die tatsächlich auf dem Mars spielt, wo sie mit Problemen zu kämpfen haben und mit Viren und mit den Gegebenheiten vor Ort, auch mit psychischen Auswirkungen. Was macht es denn mit den Menschen, wenn man so weit weg von zu Hause ist, auf einem anderen Planeten, von der Familie getrennt etc.? Was macht das psychisch mit einem? Und dann halt trotz allem diese wahren Elemente aus diesen Dokumentationen raus. Also kommen unter anderem Leute zu Wort, wie zum Beispiel der Autor vom Demarsianer oder Neil Tyson, der ist auch irgendwie bei der NASA sehr mit dabei, den man ja auch aus anderen Richtungen kennt. Also kommen wirklich, Neil Tyson deGrasse, oder wen meinst du? Ja, genau. Der ist ja auch in diesem, der macht ja bei der Raum, beim Raumfahrt, bei der Raumfahrtforschung sehr viel mit, auch Sponsor und so. Und also kommen ganz viele echte Physiker und Leute zu Wort. Und wie gesagt, und dann eben diese Spiegelung mit in der Zukunft, was dann auf dem Mars tatsächlich passieren könnte. Und das macht die Serie sehr, sehr interessant. Die erste Staffel besteht aus 6 Folgen, die zweite Staffel auch. Ich bin bei der zweiten noch nicht ganz durch. Aber es ist, die erste war schon sehr, sehr spannend und cool erklärt und erzählt und auch schauspielerisch toll umgesetzt. Aber die zweite setzt einfach jetzt nochmal einen Punkt drauf, weil wir sind da an einem Punkt dann, wo es darum geht, den Mars auch, wo es dann ähnliche Parallelen annimmt wie auf der Erde, dass man eben nach Rohstoffen forscht und dass es nur um Profit geht und auch um die Ausbeutung des Planeten, in dem Fall des Marses, was dann halt immer wieder Parallelen zur Erde zieht. Und sie setzen da nochmal eine ganze Spur oben drauf, was sehr, sehr cool ist. Also wer so ein bisschen auf Raumfahrt und so Zeug steht und ein bisschen Science-Fiction aber mithaben will und nicht nur Doku, der sollte sich diese Serie mal angucken. Ja. Oh. Also nichts für mich, okay. Also, du hast doch den Marsianer geliebt. Ja, aber ich weiß nicht, diese Mars-Serie, die irgendwo lief die auch mal, da hatte ich schon mal reingeguckt und das war mir irgendwie nichts. Das ist so wie bei diesem History Channel, wenn da so, was weiß ich, wenn sie über Julius Caesar berichten und dann zeigen sie so Einstellungen, wo dann irgendwelche Leute mit Sandalen und irgendwie da rumlaufen und irgendwie, ja, und hier passierte jetzt ja diese große Schlacht. Ja, und das ist aber dann ganz schlecht gemacht und bei Mars ist es halt echt gut gemacht. Okay, naja, aber irgendwie hat es dann doch irgendwie so ein, ach, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal rein, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Es gibt zu viele gute Sachen, die ich noch vorher gucken muss. Oder vermeintlich, wo ich denke, sie sind gut. Das scheint ja auch gut zu sein. Ist vielleicht eher was für die Steff hier mit ihrem Hintergrund hier. Ich glaube da, vielleicht gucke ich auch mal rein. Mars. Er ist nur Mars, sonst nichts. Mars, ja. Ich habe was gesehen, das du mir empfohlen hattest. Das fand ich da ziemlich gut. Nämlich, wir sind die Welle. Und ich kann mich erinnern, du hast damals nur ein paar Folgen geguckt. Hast du die mittlerweile? Nee, ich habe sie durch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich nur ein paar Folgen geguckt, ja. Na, hat sie mir schon gesagt. Es gab ja die Welle, was, glaube ich, ist es immer noch eigentlich Schulpflicht, das zu lesen? Chris, weißt du da was? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war damals, oder es war lange Zeit irgendwie Pflicht in der Schule, das zu lesen. Bei mir nicht damals, aber jedenfalls geht es ja darum, wie so eine Organisation entstehen kann durch Rhetorik, durch Gruppenzwang, wie da schnell mal Radikale die Oberhand gewinnen können. Und bei Wir sind die Welle, das fährt irgendwie so ein bisschen einen anderen Kurs, was ich sehr angenehm fand. Und zwar, da ging es nämlich darum, dass eher die große Masse so ein bisschen leicht rechts tendierend eingestellt ist. Und hier wiederum diese in Anführungszeichen Welle daraus besteht, dass man
ordentliche Ziele verfolgt, wie zum Beispiel, was weiß ich, Umweltschutz oder keine Ahnung, dass eben die Waffenproduktion oder dass die Waffen nicht in irgendwelche Kriegsgebiete geliefert werden sollen, mit den dazugehörigen Aktionen, also quasi das Fridays for Future als eine Spur radikaler und halt dauerhafter als Bewegung. Und das fand ich schon extrem gut und auch wie das so dargestellt, wie es gespielt war. Es hatte ein bisschen so teilweise Längen drin gehabt, wenn die dann in dieser, da haben sie dann so eine alte Fabrik/Turnhalle irgendwas oder so ein altes Schwimmbad, was sie da bewohnen, wo sie da so ein bisschen quasi wie so eine Hausbesetzung ihre Partys feiern und so. Das fand ich so ein bisschen, naja, das war jetzt irgendwie irrelevant, so ein bisschen, dass sie da alle da rumhängen und dann so ein bisschen der mit dem und dann kommen da wieder neue dazu. Aber diese Aktionen, die sie gefahren haben und diese, das, was dann dahinter steckt, dass man eben auch dieselben Mechanismen, die die Nazis nutzen, um Leute zu rekrutieren, eigentlich auch für gute Sachen nutzen kann, das fand ich hier schon sehr gut dargestellt. Und hier wird natürlich aber auch die Gefahr durchaus benannt, die oder dargestellt, die passieren kann, wenn dann irgendwas so über die Stränge schlägt, also dass dann wirklich auch niemand verletzt werden sollte durch irgendwelche Aktionen und so. Das fand ich echt gut, hat mir also Spaß, weiß nicht, ob man es so nennen kann, dass es Spaß gemacht hat, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Serie. Ich weiß nicht, wann warst du fertig damit? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, 2 Stunden nach unserer Aufnahme. Ah, okay. Ja, ist ja schon eine Weile her. Also ich habe jetzt erst irgendwie letzte Woche oder so habe ich die letzten Folgen durchgeguckt. Nee, also ich war sehr, sehr schnell damit fertig, weil ich richtig Lust hatte, das weiter zu gucken. Ja, fand ich schon sehr gut, diese anarchistische Punk-Attitüde, die da so rüber, die da so langsam einsickert. Aber auch auf eine gute Weise. Ne? Also die Ziele, die sie verfolgen, sind ja alle gut. Ja? Die Art und Weise ist halt das Problem. Ja, und das dann eben auch, wie es bei anderen Organisationen halt ist, dass dann auch manche dann über die Stränge schlagen, die dann ein bisschen zu euphorisch sind und irgendwelche Anschläge dann. Ja, ich fand es echt gut. Also angucken mal, wir sind die Welle. Soundtrack fand ich auch extrem geil. Der hat mich an irgendeine andere Serie erinnert. Oder der Score, besser gesagt. Der hat mich an irgendeine andere Serie erinnert. Da hat bestimmt, das wollte ich nochmal nachprüfen, hat bestimmt derselbe, ich glaube an Dark oder so, hat er mich das ein bisschen... Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass die ersten Folgen wirken wie Dark. Ja. Auf jeden Fall, die Showrunner von dem Ganzen sind ja zum einen Peter Torwart in Klammern Bang Boom Bang oder Der letzte Bulle hat man ja zuletzt im Kino gehabt. Und Dennis Gansel, der hat ja zum Beispiel solche Sachen gedreht wie Die vierte Macht oder ja Napola zum Beispiel. Und beide waren ja auch an dem Film Die Welle beteiligt, wo es halt eben in die andere Richtung ging. Extrem gut. Wie ist denn die Welle? Netflix. Angucken. Echt gut. Guckst du an. So, dann sind wir eigentlich so mit den wichtigsten Themen für heute durch. Dann machen wir hier mal, machen da. Kleinen Trenner. Dann kommen wir mal zu den Musiktipps. Ich sehe von euch noch gar nichts hier drin stehen. Ja, ich wollte warten. Große Überraschung dann. Dann werde ich meinen erstmal vorlesen. Bitte. Denn ich habe vorhin beim Joggen habe ich gerade wieder seit längerer Zeit mal wieder ein cooles Lied gehört von Killian Camara. Ich weiß nicht, sagt euch vielleicht nichts. Gibt es schon seit den 80ern die Truppe. Machen immer wieder gute LPs und gute Songs, Videos, alles Mögliche. Und habt ihr auch schon mal live gesehen. Ja, wir haben eine tolle Sängerin, Chris, die kannst du mal googeln. und der Song heißt K-Pax und hier habe ich mal den es auch auf Spotify gibt, deswegen war der in meiner Playlist beim Joggen drin, den Fotonovela Remix, weil der ist nämlich so richtig schön so zum Joggen und so, echt gut. Ja. Kate? Warte, ich schreibe noch. So, kannst du erst mal sagen? Dokument? Kannst du erst mal sagen? Ich hab's ja gleich ins Dokument geschrieben. Und zwar war ich tatsächlich der letzte im Auto unterwegs und habe mir meine von Spotify erstellte Playlist angehört
Und anscheinend habe ich dieses Jahr öfter mal einen Song gehört, an den ich gar schon lange nicht mehr gedacht habe. Und dann habe ich den laufen lassen und habe festgestellt, das ist einfach ein geiler Song fürs Autofahren. Schön aufdrehen. Und zwar Muse, Supermassive Black Hole. Da klingelt bei mir gerade, also Muse kenne ich natürlich, aber bei dem Song wüsste ich jetzt gar nicht, muss ich nachher mal reinhören. So, jetzt hau ich einen raus, ne? Hau raus. Ich habe was dabei. Ich bleibe im Deutschrap-Bereich diesmal. Und zwar, ich habe einen Song von Sido, den ich einfach rauf und runter hören kann. Der heißt ganz einfach nur Schlechtes Vorbild. Weil ich so bin all das, wovor deine Eltern. Ich dachte, jetzt kommt der Arschfick-Song hier. So. Nein, nicht der Arsch. Nein. Den könnte ich immer hören, hier. Pum, pum. Kommt der Lehrer auf den Pausenhof gefahren. Trinkt die Musik da raus. Ich meine, es ist einfach, ich mag den Song einfach vom Text her, von allem her. Ich finde ihn einfach großartig. Okay. Ja. Und wer hätte gedacht, dass da mal Sido auftaucht? Deswegen. Kennst du, Erik, du kennst ihn, oder? Schlechtes Vorbild? Ja. Ich kenne von Sido fast alles. Ah, oh. Guck mal, hier. Ja. Wie ich die Sachen rausbringe hier, du. Ja, nee, also Sido ist doch, ja. Damals auch Agro Berlin und so, die erste hier, Maske und so, war schon. Ja. Meine Stadt, mein Zuhause, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein. Block. Ja. Super. Läuft. Ja, also wieder drei Songs auf unserer Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs, könnt ihr abonnieren. Da kriegt ihr jede Woche drei neue Songs. Wir haben eigentlich überhaupt keine richtigen Filmsachen, obwohl zumindest in meinem Tipp steckt ein bisschen was von einem Film. Mal gucken, wer es rausfindet. Schreibt es in die Kommentare. Bei mir wahrscheinlich auch, oder? Schlechtes Vorbild. Blutsbrüders. Ach so, ja. Ja, bei mir steckt so in dem Titel was drin. Mal gucken, ob es jemand rausfindet. Ich kenne den Titel. Ja, K-Pax. Gab es da nicht mal einen Film, der so hieß? Ja, gab's ja, einen Film. Schön, dass ihr das jetzt alles vorwegnehmt, was die Leute in die Kommentare schreiben sollten. Mit einem Schauspieler, der jetzt irgendwie keine Rollen mehr kriegt, kann das sein? Ja, ups. Ach, sowas aber auch. Ups. Der war ein schlechtes Vorbild. Ja. Kevin Spacey. Ich möchte nur ganz kurz sagen, es ging ja jetzt ganz arg rum, diese Spotify-Playlist von 2019 und blablabla. Meine Top-Tracks, also das sind echt ein paar spannende Sachen dabei, auch welche, die jetzt auf unserer Liste schon gelandet sind. Und mein Top-Artist ist eben John Williams. Ah, okay. Und jetzt kommt ihr alle, von wegen nichts mit Filmen oder so. Weil irgendwo überall, also wenn ich dieses Ding laufen lasse, ich habe immer mal wieder einen Song drin oder ein Lied aus dem Star Wars Soundtracks, aus verschiedenen. Und ich feiere das ziemlich hart. Ja, mein Top-Künstler war Sisters of Mercy. Die habe ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auf dem Konzert war, dass die nach ewigen Zeit mal wieder eine Tour gemacht haben, habe ich da ganz viel gehört. Deswegen. Ja. Ja. Da, ich habe es auf Instagram, glaube ich, als Story gepostet, meine Sachen da. Ja. Aber fand ich echt nett gemacht von Spotify da mit dem mit dieser Übersicht da. Weiß nicht, haben die das jedes Jahr gemacht? War irgendwie zum ersten Mal so richtig. Keine Ahnung. Und da war sogar bei meinen Top-Songs war sogar das von meinem Cousin mit dabei, von Fat Princess Band Helden. Der Song war sogar mit dabei. Grüße gehen raus. Weil ich den nämlich, ja, Grüße. Der macht übrigens bald ein anderes Projekt, nur mal so als kleiner Teaser. Ja. Seid gespannt, was da kommt. Folgt ihm auf Instagram. Nicht der Fat Princess Band, sondern ihm selbst. Exciting. Dann seht ihr schon mal von irgendwelchen Aufnahmen im Studio und so mit anderen Künstlern und so. Ja. Da kommt bald was. Jo. ihr könnt auch, liebe Hörer, mitmachen bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel. Da gibt es jeden Tag. Ja, hervorragend. Wie? Was? Ja, weil ich einen Film einmal verpennt habe, das hinzuschreiben. Ah, so sieht das gesamte Bild von heute aus. Das ist ja auch spannend. Von heute komme ich vielleicht nicht drauf. Ich auch nicht. Tja. Da kann man nichts machen, ne? Ich spiele da sowieso außer Konkurrenz mit. Das ist ein Film, den haben wir im Kinocast besprochen. Aber, liebe Hörer, ihr könnt da mitmachen. Jeden Tag gibt es ein Adventskalender-Türchen, wo ein Bild aus einem Film
des Jahres 2019 drin ist oder ein Film, den wir besprochen haben. Das heißt, könnte jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn hier von Das Ende der Wahrheit oder so vielleicht, könnte sein, wer weiß. Also das, der Film ist ja schon früher, ah nee, der ist dieses Jahr auch erschienen. Aber vielleicht irgendein älterer Film, Widows zum Beispiel, der ist letztes Jahr rausgekommen, hat er Chris gesagt. Das könnte also ja, aber sein. Aber den haben wir auf jeden Fall besprochen. Ne? Übrigens, ja. Fun Fact, 8. Dezember 2017, lang ist es her, weißt du, was da der Film war? Im Rätsel? Da war der Film Mein Leben als Zucchini. Du meinst in der Sneak oder bei mir im Rätsel? Nein, im Rätsel. Ah, okay. Kinocast-Rätsel. Mein Leben als Zucchini. Das ist ein sehr schöner Film, kann ich empfehlen. Ja. Französischer Animationsfilm. Ich bin Zucchini Rick. Ja, nee, das ist jetzt nicht so lächerlich, der Film. Der ist eher tragikomisch, würde ich mal sagen. Wobei ich echt überlege. Also ich rätsel ja wirklich immer mit. Ich weiß ja wirklich die Sachen auch nicht. Und wenn man auf Instagram dir folgt oder Kinocast folgt, dann schreibst du ja manchmal hin auch noch so eine Location. Ist das eigentlich Absicht oder ist das ein Tipp oder ist das Irreführung? Das kann mal so sein. Hier habe ich zum Beispiel nach St. Helens gesucht, weil das ja im Bild auch steht. Aber das ist ja irgendwo ganz anders, habe ich festgestellt. Das ist in Australien, ja. Ich habe mir Fingerwund gesucht, das sehen wir aus Australien. Das stand aber hier bei Instagram, hast du ja nur diese Liste von Orten, weißt du? Und da stand nicht da Australien, deswegen. Da stand irgendwas, wo ich dachte, ja, es vielleicht passt. Ja. Naja, also rate damit auf kinocast.net, nur dort. Ansonsten, wie es der Chris schon gesagt hat, auf Instagram, auf Facebook und so weiter, poste ich auch nochmal so die Erinnerung, dass da das neue Gewinnspiel oder das neue Adventskalender-Türchen offen ist. Ansonsten vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Wer uns auch unterstützen möchte, klickt sich einfach mal auf kinocast.net und oben bei Danke für die Unterstützung und kann da Patriot werden oder Patreon, Patron, klingt am besten Patron, wie eine Patrone. Ansonsten könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Die ganzen Social Medias und so weiter findet ihr in dem Beitrag auf kinocast.net, ist vielleicht am einfachsten. Da findet ihr Twitter und sonst was alles von uns jeweils, falls ihr jemanden direkt anschreiben wollt. Oder schreibt dann ganz einfach einen Kommentar, wie zum Beispiel der Thomas Holmer, der gesagt hat, bei unserem Podcast ist noch Luft nach oben. Das nehmen wir natürlich gerne an und werden uns auch weiter verbessern. Wir freuen uns immer über Feedback von neuen Hörern. Ne? Wäre natürlich schön gewesen, er gesagt hätte, wie? Aber jetzt, müssen wir halt dran arbeiten. Ich fand aber andere Kommentare ein bisschen bedenklicher, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel? Du hast jetzt einen unterschlagen. Warte, ich muss es nochmal kurz jetzt sehen. Beim letzten Mal? Da war doch nur der eine, oder? Ja, unter La Palma. Unter La Palma? Moment, da haben nämlich einmal Bruno geschrieben und einmal H.P. Baxter haben geschrieben. Ach stimmt, ja. Und lieber Bruno, du schreibst hier, leider reicht meine Schulbildung nicht immer aus, um Chris seinen Humor zu verstehen. Meine Schulbildung reicht auch nicht aus, um meinen Humor zu verstehen, als Tipp. Also ich verstehe mich selber nicht. Bruno, das hat nichts mit Schulbildung zu tun. Bruno, wenn du unseren Humor verstehen willst, ja, dann empfehle ich dir, guck dir erstmal die Staffeln Rick und Morty an, die bereits verfügbar sind. Dann schwenkst du mal über, fängst mit Doctor Who an, der irgendwann in den 60er Jahren oder so, und arbeitest dich bis zum aktuellen vor. Dann alle Filme mit Ryan Reynolds, prinzipiell. Fast alle. Außer die mit Sandra Bullock noch. Und dann, ich glaube, dann bist du nahe dran. Also du brauchst gar nicht Schulbildung. Also mit einem profunden Filmwissen kommst du gut durchs Leben, habe ich auch immer wieder festgestellt. Wenn ich mit Kollegen rede und die erzählen irgendwas und ich gebe dann wirklich eine gute Antwort auf dieses Thema. Ich frage, woher weißt denn du das hier? So, tja, aus dem und dem Film. So, okay. Ja, bloß beim Thema Fluxkompensator bin ich da noch nicht weitergekommen. Ja, H.P. Baxter. Ja, schöne Grüße, Scooter. Hyper. Ach, der war das mit dem Humor. Ich dachte, das war der Bruno. Nee, also H.P. Baxter, ne? Nee, wer war das? Nee, das war Bruno. Das hat ja wirklich gut gepasst. Achso, er ist trotz seines mittleren Schulabschlusses auf Anhieb auf der richtigen Insel gelandet, schreibt er hier. Aber ich verstehe den Hinweis nicht. Chris, hast du irgendwas gesagt, dass man irgendwie nur mit
geringem Schulabschluss das hinkriegt, auf eine falsche Insel zu fliegen? Oder wo kommt das denn diese... Das hat Erik gesagt. Hä? Wo kommt das denn überhaupt was? Her? Was? Moment mal. Was legst du mir hier in den Mund? Also, hab ich nie gesagt. Naja, ist ja auch egal. Nee, da ging es aber um irgendwelchen Humor hier. Ich bin der Meinung, Erik hat es gesagt. Hat bestimmt die Kate gesagt. Ja, ja, ich sag das alles. Ich war zwar bei der Aufnahme nicht dabei, aber... Nee, keine Ahnung. Also Bruno, arbeite dich mal rein hier. Es ist es wert auf jeden Fall. Also mit Rick und Morty machst du erstmal nichts verkehrt. Was auch gut ist, ist Dings hier... Wie heißt es? Nicht American Dad hier. Andere. Family Guy. Family Guy. Family Guy. Genau. Was heißt denn, ich war bei der Aufnahme nicht dabei? Ich war bei der Aufnahme dabei. Ja, es wäre lustiger. Sollen wir noch ein Weihnachtslied singen? Es wird gerade so besinnlich hier. Es wäre lustiger gewesen, wenn du es gewesen wärst, obwohl du gar nicht dabei warst, weißt du? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay, siehst du, geringere Schulbildung. Ich glaube, wir beenden das dann hier mal. Also wir hören uns dann, jetzt muss ich kurz rechnen. Alles lieb. Jetzt muss ich kurz rechnen, nee, wir hören uns noch vor Star Wars nochmal wieder. Ja. Ja. Genau, weil der startet ja dann an dem Mittwoch der Folgewoche. Also, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann gucken wir mal, was ihr beide in der Sneak hattet morgen. Und ich werde so noch ein paar Sachen nachholen, die ich irgendwie verpasst habe oder mal sehen wollte. Wir zum Beispiel, den Film. Und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Viel Spaß morgen in der Sneak. Liebe Hörer. Danke ebenso beim VfB. Danke. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. I did not. Oh, hi, Mark. Bis bald im Kinocast.